Die Macher dieser Ausstellung im Forschungszentrum Schöningen waren sicher keine Holzköpfe. Die haben sich nämlich überlegt, was alles aus Holz gemacht wird, wozu es genutzt wird und woher es kommt und was aus ihm wird. Ausstellungsleiterin Jana Hugler ist ganz fasziniert. Die neue Sonderausstellung ist eine ganz bunte Reise durch die Geschichte des Werkstoffs Holz. Das heißt, wir haben unterschiedlichste Exponate von über 60 Partnerinnen und Partnern. Und es ist Kulturgeschichte, es ist Archäologie, aber es ist vor allem auch Umweltbildung. Und jeder, der schon mal irgendwas mit Holz zu tun hatte, findet hier auf jeden Fall was ganz Spannendes zu mitmachen. Holz macht Sachen, so heißt die Sonderausstellung im Paläon. Und das mit dem Macht Sachen wird hier wörtlich genommen. Denn die Besucher sollen hier nicht nur gucken, sondern auch mit dem Holz, das Sachen macht, Sachen machen. Also es gibt ganz unterschiedliche Stationen zum Mitmachen. Man hört es vielleicht auch schon im Hintergrund. Wir haben ganz viele Geräusche. Und klar, wenn man an Holz denkt, dann fallen einem ja sofort Musikinstrumente ein. Und es gibt aber auch eine Kuckucksmaschine. Wir haben eine Jukebox. Und das Geräusch von Motorsägen kommt auch vor. Und Kinder finden natürlich auch ganz viele Holzspielsachen zum Mitmachen. Insgesamt stehen hier rund 90 Exponate zum Angucken, Riechen, Anfassen, Ausprobieren. Technik und Geschichte ist dabei ein Thema. Da geht es um Flöße aus Holz, Fässer aus Holz, eine Buttermaschine aus Holz bis hin zur modernen Wärmegewinnung mit Holz. Bei uns ist es übrigens schon sehr früh rundgelaufen. Niedersachsen ist tatsächlich ja auch eben ein wichtiger Fundort für Räder. Es gibt aus niedersächsischen Mooren unzählige Speichenräder und auch Scheibenräder. Und hier ist exemplarisch eins aus dem Moor bei Gnarrenburg. Das ist fast 2000 Jahre alt. Und man sieht ja schon, dass es wirklich unglaublich gut erhalten ist. Wir können das aufgrund des Raumklimas nicht im Original ausstellen, aber einfach um den direkten Vergleich auch zu haben, was es in Bayern gibt, was es in Niedersachsen gibt und dann natürlich auch die Weiterentwicklung, weil es hörte ja natürlich nicht mit Holzrädern auf, sondern am Ende landen wir natürlich eben auch bei ganz normalen Gummireifen. Am Rad der Zeit wird hier auch ganz schön gedreht. Auch heute spielt Holz eine sehr große Rolle in unserem Leben, auch da, wo man es auf Anhieb vielleicht gar nicht so mitkriegt. Und da sind wir beim Thema Nachhaltigkeit. Es gibt viele Produkte, von denen man auf den ersten Blick eben denkt, dass sie nachhaltig sind. Also das sind klassischerweise eben Papierservietten, Toilettenpapier, weil man eben denkt, naja, das ist aus Holz, das ist ein nachwachsender Rohstoff. Aber bei genauerem Hinsehen muss man wirklich immer im Detail gucken, ob es sich wirklich um die nachhaltigere Lösung handelt. Denn je nachdem, in welchem Kontext man eben guckt, kann es sogar manchmal sein, dass Plastik möglicherweise aktuell immer noch die nachhaltigere Variante ist. Die Sonderausstellung Holz macht Sachen im Forschungszentrum Schöningen läuft noch bis März 2025.